Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir haben jetzt in den letzten Videos relativ intensiv über Kenngrößen gesprochen, die man Zufallsvariablen so zuordnen kann. Wir haben zum Beispiel den Erwartungswert und die Varianz kennengelernt, auch die Schiefe und Kurtosis haben wir besprochen. Wir haben auch den Modus, den Median und die Quantile kennengelernt. Und das waren alles Kenngrößen, die man einzelnen Zufallsvariablen zuordnet. Und heute möchte ich eben mal ein Maß besprechen, das man eben halt auf zwei Zufallsvariablen definiert. Das ist die sogenannte Kovarianz. Und die sagt uns eben halt ein bisschen was darüber aus, wie diese beiden Zufallsvariablen was die miteinander zu tun haben, ob die was miteinander zu tun haben und wie die in gewisser Weise miteinander korreliert sind, so nennt man das. Dazu definieren wir erstmal, das war für zwei Zufallsvariablen x und y, definieren wir die Kovarianz von x und y, definieren wir über diesen Term hier, also wir haben hier das Produkt der Abweichung von x zum Erwartungswert von x und von y zum Erwartungswert von y. Also so ähnlich hatten wir das für die Varianzen auch schon gemacht, wo wir sagen, wir haben die Abweichung von der Zufallsvariable zu ihrem Erwartungswert und dann quadriert. Und hier haben wir eben die Abweichungen multipliziert und davon wieder den Erwartungswert gebildet. Und das Ganze nennen wir Kovarianz von x und y. Hier gilt jetzt auch wieder der Verschiebungssatz für Kovarianzen. Also hier gilt auch wieder, dass ich die Kovarianz von x und y berechnen kann als den Erwartungswert dieses Produktes minus dem Produkt der Erwartungswerte. Das können wir relativ leicht aus dieser Definition hier herleiten. Dazu würden wir erstmal dieses Produkt hier ausmultiplizieren. Dann hätten wir einmal x mal y und dann hätten wir x mal e von y und e von x mal y und e von x mal e von y. Also diese vier Terme hätten wir dann da stehen. Jetzt können wir den allem halt entsprechend auftrennen. Können wir sagen, den Erwartungswert von x mal y, das ist der hier. Dann haben wir den Erwartungswert von x mal den Erwartungswert von y. Das Ganze mit einem Minuszeichen, das kommt hierher. Dann haben wir hier nochmal den Erwartungswert von x und den Erwartungswert von y, wieder mit einem Minuszeichen. Und dann haben wir das Ganze nochmal den Erwartungswert von x und den Erwartungswert von y mit einem Pluszeichen. Also wir haben das zweimal abgezogen, einmal aufaddiert. Damit bleibt dann es noch einmal mit einem Minuszeichen über. Das ist im Grunde ganz analog zum Verschiebungssatz für Varianzen bewiesen, diese Eigenschaft hier oben. Und die Kovarianz, die misst jetzt den sogenannten linearen Zusammenhang zwischen den beiden Zufallsvariablen x und y. Ich habe das hier mal exemplarisch versucht darzustellen. Also da sagen wir mal, auf diesem Zahlenstrahl hier, auf diesem waagerechten Zahlenstrahl, möchte ich jetzt Ausprägungen der Zufallsvariable x darstellen. Und hier auf diesem Zahlenstrahl möchte ich Ausprägungen der Zufallsvariable y darstellen. Und diese Sterne hier, das sollen jetzt halt die ganz konkreten Ausprägungen sein. Also es könnte zum Beispiel sein, dass dieses Tupel hier auftritt, also dass x diesen Wert annimmt und y diesen Wert annimmt oder eben halt, dass dieser Stern hier auftritt und so weiter und so fort. Und wenn ich mir jetzt soll der Einfachheit halber mal sein, dass der Erwartungswert für die beiden Zufallsvariablen genau hier in diesem Koordinatenursprung liegt. Also das könnte ich ja dann immer dadurch erreichen, dass ich diesen Koordinatenursprung eben genau in diesen Erwartungswert reinlege. Dann ist es eben so, dass wenn ich mir jetzt die Abweichungen der einzelnen Ausprägungen zum Erwartungswert von x anschaue, dann ist halt alles das, was sich rechts von diesem vertikalen Trennstrich befindet, also alles in dieser Hälfte ist halt positiv, ne? Weil das sind ja irgendwelche positiven Werte minus diesen Erwartungswert hier, das ist was Positives. Und alles, was sich links von diesem Trennstrich befindet, ist halt was Negatives. All diese Größen hier haben eine negative Abweichung zum Erwartungswert, die befinden sich links vom Erwartungswert. Und jetzt ist es weiterhin so für die Variable y, dass sich alles, was sich überhalb dieses horizontalen Trennstriches befindet, hat natürlich eine positive Abweichung zum Erwartungswert. Also diese Datenpunkte hier haben eine positive Abweichung zum Erwartungswert von y und diese haben eine negative Abweichung zum Erwartungswert. Und für die Kovarianz haben wir diese Abweichungen ja miteinander multipliziert.
sodass wir also alles, was sich hier in diesem Quadranten befindet, hat ja sowohl auf x als auch auf y was Positives und das Produkt ist also wieder positiv. Und hier eben halt genauso. Und hier ist alles, was sich die Abweichungen in x-Richtung sind alle negativ und die Abweichungen in y-Richtung sind ebenfalls alle negativ. Das Produkt ist also wieder positiv. Und hier für diesen Quadranten und für diesen Quadranten gilt es genau umgekehrt. Also hier zum Beispiel sind die Abweichungen in x-Richtung positiv, die Abweichungen in y-Richtung aber negativ, sodass das Produkt negativ ist. Und hier ist es andersrum. Also hier sind die Abweichungen in x-Richtung negativ und die Abweichungen in y-Richtung positiv. Auch da ist das Produkt wieder negativ. Also diese vier Quadranten haben im Grunde diese Vorzeichen in gewisser Weise. Also alle Datenpunkte, die sich in diesem Quadranten befinden oder in diesem Quadranten befinden, finden, gehen positiv in diesen Erwartungswert ein, in diese Kovarianz ein und alle Datenpunkte, die sich hier oder hier befinden, gehen negativ in die Kovarianz ein. Und wenn es jetzt halt so ist, dass sich in diesen beiden Quadranten mehr Datenpunkte befinden, beziehungsweise die eben wahrscheinlicher sind als die hier, dann ist die Kovarianz in Summe positiv. Und wenn es eben halt andersrum ist, dass sich hier in diesen beiden Quadranten mehr Datenpunkte befinden, beziehungsweise die wahrscheinlicher sind, dann ist die Kovarianz eben negativ. Die Kovarianz ist bilinear. Das heißt, es gilt diese Eigenschaft hier, also die Kovarianz von diesem ax plus b und cy plus d kann ich darstellen als a mal c mal die Kovarianz von x und y. Also diese Verschiebungen b und d spielen hier keine Rolle, die fallen hier raus und die einzelnen Vorfaktoren vor den Zufallsvariablen kommen hier als Vorfaktor aus der Kovarianz raus. Und für drei Zufallsvariablen x, y und z kann ich ebenfalls nachweisen, dass die Kovarianz von x und der Summe aus y und z sich darstellen lässt als diese Summe über die einzelnen Kovarianzen der Zufallsvariable. Das folgt alles relativ einfach aus der Definition. Also wenn man da wieder sich rein die Definition über den Erwartungswert hier hinschreibt und dann entsprechend ausmultipliziert und die Linearität des Erwartungswertes berücksichtigt, dann kann man sowohl diese Eigenschaft als auch diese Eigenschaft hier relativ schnell beweisen. Das wollte ich jetzt hier formal erstmal nicht machen. Die Kovarianz wird oft auf das Produkt der Standardabweichungen von x und y normiert. Das macht man einfach deswegen, weil je nachdem, wie stark die Zufallsvariable schwankt, kriege ich halt auch unterschiedlich große Abweichungen zum Erwartungswert. Und dementsprechend können diese Produkte, die ich da im Erwartungswert drinstehen habe, natürlich mal größer und mal kleiner sein. Und um diesen Effekt zu kompensieren, also um Zufallsvariablen in gewisser Weise vergleichbar miteinander zu machen, normiert man die Kovarianz eben oft noch auf das Produkt der Standardabweichung von x und y. Also, ich teile dann noch durch diese Standardabweichung von x und die Standardabweichung von y und nenne das Ganze dann Korrelationskoeffizient. Den findet man auch relativ häufig. Und der hat eben die nette Eigenschaft, dass der immer zwischen minus 1 und plus 1 liegt. Auch das wollte ich jetzt heute erstmal nicht beweisen. Das folgt aber relativ straightforward aus der Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Also auch das kann man relativ leicht beweisen, dass das so ist. Weiterhin ist es so, dass für unabhängige Zufallsvariablen die Kovarianz stets 0 ist und damit ist dann natürlich auch der Korrelationskoeffizient 0. Das kann man auch wiederum beweisen, wenn man sich die Definition anschaut. Und wir wissen ja bereits, dass für unabhängige Zufallsvariablen das Produkt der Erwartungswert des Produktes sich ergibt als Produkt der Erwartungswerte. Und wenn man diese Eigenschaft benutzt für unabhängige Zufallsvariablen, kann man eben halt auch relativ leicht nachweisen, dass die Kovarianz 0 ist. Ich möchte noch ein bisschen über diesen Korrelationskoeffizienten reden, den wir gerade definiert haben, als den Quotienten aus Kovarianz und den beiden Standardabweichungen. Ich habe hier mal so ein sehr schönes Beispiel rausgesucht aus der Wikipedia, wo man halt verschiedene Zufallsvariablen sieht. Das hier sollen so diese Punktwolken hier sollen halt so verschiedene Ausprägungen sein, die die Zufallsvariable so annehmen kann. Und das hier, dieser Klatsch, dieser Kreis hier, das ist im Grunde so ein klassisches Beispiel für zwei unabhängige Zufallsvariablen. Also da kommen Streuungen in x und y-Richtung, haben halt quasi erstmal keinerlei Abhängigkeit voneinander, kommen also alle gleich häufig jeweils vor. Und dann ist der Korrelationskoeffizient hier 0.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe, dann habe ich im Grunde das Beispiel, was wir gerade mit den Sternen schon mal gemacht haben. Also ich habe hier in der Mitte liegt jetzt in gewisser Weise mein Koordinatensystem und ich habe halt Ausprägungen in dieser Hälfte, in diesem Quadranten und in diesem Quadranten habe ich halt häufiger als Ausprägungen in diesem und in diesem Quadranten. Dementsprechend würde ich eine positive Kovarianz erwarten. Und wenn ich das Ganze dann normiere, dann kriege ich in diesem speziellen Fall einen Korrelationskoeffizienten von 0,4 beispielsweise. Und wenn ich das mir jetzt hier anschaue, dann tritt dieser Effekt, den wir hier schon festgestellt haben, hier ja noch viel intensiver zutage. Also ich habe noch viel mehr Elemente, die sich halt in diesem und in diesem Quadranten befinden und noch viel weniger Elemente, die sich in diesem oder diesem Quadranten befinden, sodass ich also hier eine Korrelation von 0,8 habe, die eben deutlich höher ist als das hier. Und hier in diesem Extremfall, wo die Punkte alle nur auf einer Linie liegen, wo ich also sozusagen, wenn ich einen Wert, diesen x-Wert kenne, ich den y-Wert direkt ausrechnen könnte, die Zufallsvariablen also komplett voneinander abhängig sind, kriege ich sogar einen Korrelationskoeffizienten von genau 1 raus. Und wenn dieser Zusammenhang eben nicht in diesem für x mehr, dann für y mehr Zusammenhang ist, sondern wenn das eben halt umgekehrt ist, ne, dass ich halt habe für x mehr, dann für y weniger, dann sehen die Punktwolken eben so aus und die Korrelationskoeffizienten sind negativ. Hier auch nochmal im Extremfall, je nachdem, wie diese Kurve jetzt, wie diese, welchen Winkel diese Gerade hier quasi hat, auf der diese Zufallsvariable liegt, das spielt hier gar keine Rolle. Der Korrelationskoeffizient ist in dem Fall immer plus 1 und in diesem Fall immer minus 1. Und hier nochmal ein Beispiel dafür, was der Korrelationskoeffizient eben genau nicht macht. Wir haben hier so verschiedene Zufallsvariablen, die auch ganz klar voneinander abhängen. Also wenn ich zum Beispiel bei dieser Zufallsvariable, wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein x 0 ist, also ich auf diesem mittleren Streifen bin, dann weiß ich schon, dass mein y nicht mehr 0 sein kann. Also ich kann nichts hier in dieser Mitte finden. Das heißt also, die Kenntnis darüber, was x ist, hilft mir sehr wohl, etwas über y auszusagen. Das gilt für all diese Datenpunkte hier. Also auch hier ist es eben so, wenn ich weiß, dass mein x hier ganz am Rand ausgeschlagen ist, dann weiß ich eben, dass y nicht mehr beliebig streuen kann. Also all diese Zufallsvariablen hier sind natürlich abhängig voneinander. Deswegen bilden die diese Muster aus. Aber der Korrelationskoeffizient hier ist jeweils 0, weil der Korrelationskoeffizienten eben nur diesen linearen Zusammenhang misst, also einen Zusammenhang, der sich so darstellen lässt und eben nicht irgendwelche, wie auch immer gearteten, nichtlinearen Zusammenhänge, die ich hier annehmen müsste. Ich wollte noch ein Beispiel machen. Dazu wollte ich mir wieder die zwei Zufallsvariablen x und y anschauen. Die sollen jetzt mal diese gemeinsame Massefunktion haben. Also zum Beispiel der Wert y soll den Wert 1 und x den Wert minus 1 annehmen mit der Wahrscheinlichkeit 0,1. Oder y soll den Wert 4 und x den Wert 1 annehmen mit der Wahrscheinlichkeit 0,2 und so weiter und so fort. Dann kann man relativ leicht ausrechnen, dass der Erwartungswert von diesem x ist, x kann den Wert minus 1 annehmen mit einer Wahrscheinlichkeit 0,3 und x kann den Wert 0 annehmen mit einer Wahrscheinlichkeit 0,3. Das taucht aber hier nicht auf, weil ich ja mit 0 multipliziere und x kann den Wert 1 annehmen mit der Wahrscheinlichkeit 0,4. Der Erwartungswert ist also 0,1. Genauso kann ich den Erwartungswert für y berechnen, das ist 2,2. Und ich könnte auch die Erwartungswerte dieser quadrierten Zufallsvariablen berechnen. Also zum Beispiel für x hätte ich dann hier die plus 1 mal 0,3 und die plus 1 mal 0,4, dann bin ich bei 0,7 und so weiter und so fort. Also kann ich, wenn ich die Erwartungswerte von x und von den Quadraten kenne, über den Verschiebungssatz auch die Varianz und Standardabweichung berechnen. Die ist nämlich für x 0,83 und für y 1,25. Also diese Zufallsvariable y hier, die schwankt halt ein bisschen stärker als die Zufallsvariable x. Das ist das, was mir das erstmal aussagt. Weiter kann ich natürlich den Erwartungswert von diesem Produkt x mal y berechnen. Also hier zum Beispiel der Wert minus 1, das ist ja 1 mal minus 1, taucht mit der Wahrscheinlichkeit 0,1 auf. 2 mal minus 1 taucht mit der Wahrscheinlichkeit 0,2 auf, der steht hier. 4 mal minus 1 taucht mit der Wahrscheinlichkeit 0 auf, der kommt hier also nicht drin vor. Hier stehen immer 0 mal irgendwas, das taucht also auch hier gar nicht drin auf. Und hier habe ich noch 1 mal 1 mit der Wahrscheinlichkeit 0,1, das ist dieser Term.
2 mal 1 mit der Wahrscheinlichkeit 0,1. Das ist 0,2. Und jetzt ist übrigens hier ein Fehler. Ne? Das ist 2 mal 1 ist natürlich 2, aber die Wahrscheinlichkeit soll 0,1 sein. Also das stimmt hier nicht. Und dann habe ich hier 4 mal 1 mal 0,2 ist dieser Term. Und das ist in Summe 0,8 für den Erwartungswert dieses Produktes hier. Und damit kann ich dann auch die Kovarianz wieder über den Verschiebungssatz berechnen. Also das ist die Differenz aus diesem Erwartungswert des Produktes minus dem Produkt der Erwartungswerte. Das gibt 0,58. Und den Korrelationskoeffizienten bekomme ich, wenn ich das Ganze noch durch das Produkt dieser Standardabweichungen dividiere. Dann bin ich bei 0,56. Und das ist, ich gehe nochmal ein bisschen zurück, wie wir hier in diesen Graphen gesehen haben, schon ein relativ stark ausgeprägter linearer Zusammenhang zwischen den Zufallsvariablen. Also hier kann man schon davon ausgehen, dass die Zufallsvariablen doch relativ deutlich voneinander abhängen. Gut, das war's für heute auch schon wieder. Wir haben mit dem Begriff der Kovarianz eigentlich jetzt den letzten wichtigen Begriff kennengelernt, den wir brauchen, um Zufallsgrößen, Zufallsvariablen zu beschreiben. Und jetzt möchte ich halt in den nächsten Videos noch ganz konkrete, diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen diskutieren und halt auch Beispiele diskutieren, für welche Fälle man die so gebrauchen kann, und dann eben halt ja, gucken, was man damit machen kann und wie man damit eben halt Wahrscheinlichkeiten in der Praxis berechnen kann. Über Fragen, Kommentare oder Anregungen würde ich mich wie immer sehr freuen. Und auch wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich wie immer über ein Like. Und dann bis dahin, bis zum nächsten Mal erstmal. Ciao, ciao.